Moin, in etwas kleinerer Runde machen wir heute mal unseren AK4. Vielleicht kommen wir noch auf Besuch, aber wir haben zumindest schon mal zwei Abgeordnete hier. Zwei sind entschuldigt, sodass zwei noch fehlen, die im Vorstand sind. Richtig, ne? Und der Vorstand, wissen wir nicht, wie lange er dauert heute. Schauen wir mal, was wir anstehen haben. Wir haben Anträge für die nächsten Plenarsitzungen in Vorbereitung. Mein Part ist das Landesluftverkehrskonzept, aber das kommt erst im Sommer 2015 irgendwann, also im April auf jeden Fall nicht. Landesbauordnung hat sozusagen beauftragt Stefan im Blick, Stefan Hochstadt, ob wir da was machen, hängt davon ab, wie denn der Referentenentwurf aussieht, den wir jeden Tag erwarten. Genau, diese Woche bekommen müssten, sagt Stefan. Und wir haben von Simone schon vor zwei Wochen gesagt bekommen, es wird Einführung des Kies-Euros nach einem LPT auch wahrscheinlich einen Antrag geben. Gibt es ansonsten noch Ergänzungen oder Fragen dazu? Gesagt, also im Landesentwicklungsplan, der wird ja jetzt diskutiert, da gibt es ja ein Punkt oder eins von den drei Zielen, die wichtig sind, ist, dass Land nicht mehr neu verbraucht werden soll. So nennt sich das, obwohl das ja nicht verbraucht ist. Und unter anderem ist es da auch so, dass sie langfristig ja auch so darauf hinaus wollen, dass sie 0 Hektar pro Tag verbrauchen, also kein Hektar mehr benutzt oder vernutzt werden soll. Das heißt, dann können die auch keinen Kies mehr abbauen. Ja, aber bis 2020 5 Hektar pro Tag und da kannst du auch keinen Kies mehr mit abbauen, weil die Kiesleute und die anderen, die irgendwelche Rohstoffe abbauen, ja jetzt schon auf die Barrikaden gehen und ich weiß nicht, ob man sich da dran hängen sollte oder ob man da noch zusätzlich einen Antrag stellen, das müssen wir eigentlich mal diskutieren. Heidemaries Aussage war kein Plädoyer zur Abschaffung des 0-Hektar-Ziels. Nur so. Wir sind ja noch bei 5 Hektar. Ja, genau. Also genau. Also ich wollte es nur klarstellen, dass es nicht falsch verstanden wird. Weil Oliver hat ja erst am letzten Donnerstag sich eindeutig positioniert zugunsten des Festhaltens am Flächenverbrauchsziel der Landesregierung. Genau. Ja, genau. Da fällt mir ein, dass wir ja schon drüber gesprochen hatten, beziehungsweise ich habe vor allem mit Danebot drüber gesprochen, dass wir zum LEP durchaus auch mal in nächster Zeit einen eigenen Antrag machen können, der mal unsere Punkte, sagen wir mal, konkret auflistet. Wir haben das bisher noch nicht so ganz konkret gemacht, aber es gibt ja durchaus welche. Außerdem auch gerade noch so ein Tweet bekommen aus der Partei, ob denn immer noch die 2000, das immer noch drin ist, ob Gemeinden unter 2000 Leuten sich selbst überlassen werden. Ich bin zwar jetzt nicht ganz so drin, ob denn das jetzt wirklich so irgendwie an einer bestimmten Zahl festzumachen ist, aber im Grunde ja, das ist noch drin. Interessanterweise beschwert sich da, glaube ich, aber auch gar nicht so viele drüber. Erstens, es geht nicht darum, dass sie machen dürfen, was sie wollen, sondern es geht darum, dass die Landesregierung bei Kleinstgemeinden, Streugemeinden unterhalb eines bestimmten Schwellenwertes, der multidimensional definiert ist, keinen Anlass für eine bestimmte raumordnerische Förderung sieht und dass diese Gemeinden auch tendenziell eher nicht das Recht haben, weitere Flächen auszuweisen, aufgrund des schwierigen langfristigen Infrastrukturansatzes, der gegen die Landesplanungsziele der Landesregierung steht. Dagegen gab es übrigens massenhaft Beschwerden, sowohl von Kommunen, kleinen Gemeinden, kreisangehörigen Gemeinden und Kreisen. Es gab auch Initiativen der CDU und FDP hier im Haus, dass
fallen zu lassen. Da ja der LEP-Entwurf seit seiner Vorlage vor anderthalb Jahren bisher nicht geändert wurde, steht es natürlich nach wie vor drin. Und ich habe von der Landesregierung bisher keinen Hinweis darauf bekommen, dass das zur Disposition steht. Aber die Landesregierung hat sich in keiner Weise als Landesregierung bisher zum LEP-Entwurf geäußert. Wenn es Äußerungen gab, dann gab es die nur von einzelnen Ministern oder Ministerinnen und dann meistens kritisch, weil ja der LEP-Entwurf wird als Remmel-Entwurf gesehen, was ich vollkommen blöde halte. Er stammt von der Staatskanzlei und damit von Kraft und nicht von Remmel. Aber Dün hat sich entsprechend geäußert, aber nicht zu diesem speziellen Punkt. Der kam nur über viele Stellungnahmen von draußen. Im Grundsatz ist das aber ein guter Punkt, darüber zu diskutieren, wie ernst man so ein LEP nehmen kann und wie weitreichend landesplanerische Vorgaben sein können oder sein müssen. Es ist genau wie mit dem 5-Hektar-Ziel, das zu einem 0-Hektar-Ziel perspektivisch werden soll, bedeutet das, dass hier nichts mehr geht oder bedeutet das, dass nachhaltige Flächenbewirtschaftung Platz greifen soll? Das ist eine spannende Debatte. Ganz kurze Ergänzung, weil es aktuell ist, übermorgen tagt der Wirtschaftsausschuss und im Wirtschaftsausschuss ist der LEP mit neuen Papieren Gegenstand der Tagesordnung. Also es wird übermorgen zu einer LEP-Debatte im Wirtschaftsausschuss kommen. Ich werde daran teilnehmen nach Möglichkeit. Und das ist eine Kritik, die wir gerne nochmal formulieren können, auch für das Plenum. Wieso sind es eigentlich alles Vertreter des Wirtschaftsausschusses, die hier in die Bütt dürfen, außer Oliver? Es gibt zwar mit Ellerbrock auch Vertreter des Bauausschusses, aber es gibt keinen Umweltvertreter, es gibt keinen Verbraucherschutzvertreter, es gibt keinen Planungsvertreter und so weiter. Natürlich, der LEP ist im Wirtschaftsausschuss zu Hause, insofern ist das formal erstmal richtig, aber es ist eben kein in erster Linie als Wirtschaftsförderprogramm zu verstehendes landesplanisches Instrument, sondern ein die wirtschaftlichen Interessen unmittelbar betrachtet übergreifendes Thema. Und insofern fände ich es nochmal eine schöne Debatte, auch zu fragen, wer eigentlich sich an dieser Debatte alles beteiligen sollte. Wobei, du sagst ja, die LEP ist ja mit der Staatskanzlei entstanden, also eigentlich müsste sogar Hauptausschuss sein. Also das hat ja der Landtag so entschieden, oder ist ja im Landtag sozusagen der Fehler. Es hat ja nicht Herr Dün produziert. Auch wenn er wahrscheinlich stark mit drin hängt und auch wenn er wahrscheinlich dafür verantwortlich ist für die meisten Korrekturen, die es noch geben wird. Wir haben ja gesehen, ich ergänze das nur jetzt von der letzten Woche, wir haben ja gesehen, dass wir erstens natürlich eine gute Position, natürlich eine gute Position zum LEP haben, aber es auch einfach wichtig ist, dass wir uns auf die andere Seite der Waagschale werfen, wie CDU und FDP, weil, ja, wenn der LEP nicht total aufgeweicht werden soll, muss es ja irgendjemanden geben, der sagt, ihr müsst mal in die andere Richtung gehen, sonst hat die Landesregierung gar keinen Grund, auf irgendeiner Position, also auf irgendeiner Regel zu beharren. So können sie wenigstens sagen, ja, die Opposition ist ja auch unentschieden, auch wenn es eine blöde Rolle ist, aber die haben wir, glaube ich, in der Sache. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir tatsächlich tun können, jetzt mal realistisch gesehen. Und wofür wir sozusagen wichtig sind bei der Sache. Ansonsten ist der LEP leider natürlich sehr viel Arbeit, wenn man sich da mit allen Stellungnahmen, die es gibt, tief reinhängen möchte. Von uns oder insgesamt im Landtag? 1.800 Stellungnahmen. Also zum der LEP-Entwurf ging ja in die öffentliche Anhörung und im Rahmen dieser Debatte gab es viele, weit über 1.000, die genaue Zahl weiß ich jetzt gerade nicht, ich glaube es waren an die 1.800, es kann nur ein paar weniger gewesen sein, Einwände oder Stellungnahmen, kritische Stellungnahmen zumeist, unterschiedlichster
Personen und Institutionen, die überwiegend Child-Aspekte herausgegriffen haben, ernstzunehmend sind. Manche waren Kopien voneinander, die offenbar organisiert eingebracht wurden, sodass die nominelle Zahl sich ein bisschen reduziert. Aber das waren durchaus komplexe Einwendungen, die, wenn man sie insgesamt zur Kenntnis nehmen will, einen eigenen Job erfordern. Und deswegen haben da auch eine Menge Leute daran gearbeitet. Ja. Ja, wir müssen natürlich ein paar Stellungnahmen uns angucken, falls wir denn einen eigenen Antrag da machen wollen, aber gut, das gucken wir mal. Ich weise noch darauf hin, dass Frank Herrmann noch eine noch durchaus irgendwas zu PKW-Maut und E-Call und so gerne machen möchte, also aus Datenschutzsicht. Einfach mal ein Auge drauf werfen. Ich bin ja im April nicht da, deshalb kann aber sein, dass er da gerne aktiv werden möchte, dann kann man ihn ja da unterstützen. Ja, gibt es sonst noch was zum Thema nächste Plenarsitzung und Anträge? Irgendwie anstehen? Nö. Ja, Stefan? Also, das sieht zwar aus, als ob diese Plenarwoche noch weit in der Zukunft läge, am 19. zum 30. April. Faktisch aber liegen dazwischen zwei Wochen vorlesungsfreie Zeit, ne? und noch eine Woche, wo wir andere Sachen zu tun haben. Also es ist knapp. Ja, wie gesagt, ich persönlich werde keinen Antrag machen, aber für Stefan, Fricke oder irgendjemand anders gibt es natürlich die Möglichkeit. Und ja, es sind, glaube ich, nur zwei Tage. Das heißt, so viele Anträge wie diesmal, wir hatten ja extrem viele Anträge, also wir hatten von den Piraten, glaube ich, 8 und die CDU hatte 18. Geht ja nicht im April, oder geht schon, aber dann ist halt Mitternacht. Wobei noch nicht mal, 23 Uhr wird es dann bei beiden Tagen. Das funktioniert also noch. Aber na gut, wir hatten auch diesmal nur eine Aktuelle Stunde, wir hatten zwar eine Unterrichtung drin, aber war alles durchaus schon ganz gut belegt. Gut, dann Ausschussberichte. Was gibt es denn über den Wirtschafts- und Energieausschuss zu berichten? An Themen, Anhörung, Ausschusssitzung? Wirtschaft kann ich jetzt nicht zu sagen. Energie liegen zwei Themen an. Einmal geht es nochmal um einen FDP-Antrag, Abstandsflächen bei Windenergie und einen CDU-Antrag für die Zukunft der Braunkohle. Da steht eine Leitentscheidung der Landesregierung an. Unsere Positionen dazu sind relativ klar und da passiert jetzt auch nichts so Spannendes am Mittwoch. Wirtschaft halt, wie gesagt, LEP am Mittwoch. Ansonsten weiß ich nichts. Okay. Gibt es sonst was zur Wirtschaft und Energie zu sagen? Also ganz allgemein haben wir uns heute nochmal beschlossen, uns diese Woche zu treffen, endgültig um das Thema Smart Metering, Smart Grid, Smart irgendwas. Unter den verschiedenen Aspekten, einmal ist es ein Energiethema, einmal ist es ein Datenschutzthema, einmal ist es ein Verbraucherschutzthema, zu beleuchten. Und wir versuchen oder wir werden das auch abstimmen mit den Kollegen in Schleswig-Holstein, die heute Nachmittag zu diesem Thema ein Treffen haben. Und da bin ich dann auch in Kontakt mit dem Fachkollegen, also meinem Referentenkollegen aus Schleswig-Holstein. Wir treffen uns am Donnerstag dazu und schauen, was wir da machen können, da auch Entscheidungen tatsächlich anstehen demnächst, wie die Umsetzung dann erfolgen wird. Ich habe noch eine Anmerkung, eine Frage besser. Ich habe heute Morgen in der Zeitung gelesen, dass die Düsseldorfer Firma Naturstrom
jetzt offiziell keinen Solarstrom und keinen Windstrom mehr anbietet in ihrem Mix. Sie kaufen diese Kapazitäten nicht mehr ein, weil sie dafür nach eigener Aussage doppelt bezahlen müssten und dafür einen Endabnehmerpreis verlangen müssten, der im Markt nicht durchzusetzen wäre. Auf die Frage, wie es denn die anderen großen Ökostromanbieter halten würden, sagten die, dass bei allen inzwischen heimische Solar- und Windenergie nicht mehr im Mix enthalten sei, aufgrund der nicht wettbewerbsfähigen Preise über die doppelte Bezahlung. Ich habe davon zu wenig Ahnung. Also Naturstrom hat momentan im eigenen Mix Wasserkraft und nicht deutsche alternative Stromerzeugungsquellen. Und das scheint typisch zu sein für die Ökostrombranche. Also ich habe diese Meldung jetzt nicht gelesen, aber es steht 2017 eine Reform des, des EEG an. Da wird es insbesondere auch um die Problematik der Vermarktung des EEG-Stroms gehen. Man muss aber allgemein dazu sagen, dass natürlich die Logik dieses Gesetzes so ist, dass der Strom aus den ganzen EEG-Anlagen, also all die, die von einer Einspeisevergütung profitieren, ins Netz geht, von der Allgemeinheit bezahlt wird durch eine Umlage und er kann dann auch nicht doppelt vermarktet werden. Das ist der Anteil, den wir alle im Netz haben, den wir auch ausgewiesen in unserer Stromrechnung alle als unseren Anteil und den anteiligen Ökostrom ausgewiesen bekommen. Wenn man jetzt da eine Menge rauskauft, die nicht mehr im EEG-Bereich drin ist, dann wird dieses Vermarktungsmodell eben kompliziert und das bedarf einer Neuregelung. Naturstrom war einer der Anbieter, die bisher das umgesetzt haben. Die meisten anderen haben den Anteil nicht wirklich im Netz gehabt. Aber da müssen wir jetzt wirklich ganz kompliziert oder wirklich mal ausführlich darstellen, wie diese ganzen Ökostromanbieter arbeiten, was sie können, warum sie bestimmte Dinge nicht können. Das würde, denke ich, jetzt hier zu weit führen. Aber nichtsdestotrotz, es geht mit Sicherheit im Grunde oder im Kern darum, dass eine Neuregelung jetzt fällig ist, weil eigentlich die Direktvermarktung verbessert werden soll, die Möglichkeiten. Und das steht eigentlich spätestens 2017 an. Also dann muss das Gesetz verändert werden. Und jetzt fängt sicherlich die Diskussion darüber an. Gut, ich muss also nicht wechseln. Noch Fragen dazu? Ich habe da mal einen Satz so aufgeschrieben im PET. Drei Sätze sind sogar, aber kurze. Gut, Bergbausicherheit war ich ja sogar im letzten Ausschuss. Ich werde allerdings beim nächsten, das ist auch der 24. April, nicht sein. Und ich habe zwar den Lukas mal angemailt, aber ich habe noch gar keine Rückmeldung von ihm. Dann brauche ich also noch eine Vertretung. Das schreibe ich nämlich gleich mal hier rein. Der ist ja, tragt er nicht so oft, aber ausgerechnet an dem Tag. Ansonsten kommen wir zum A02 Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung, Verkehr. Ausschusssitzung habe ich mal hier reingeschrieben, die findet diese Woche statt. Obwohl die letzte erst wenige Tage her ist, haben wir ein volles Programm, weil wir nämlich schön viel was Besuch haben und präsentiert bekommen. Wir bekommen das Fernverkehrskonzept Deutsche Bahn AG mit das Stationskonzept Deutsche Bahn AG. Ich bin mir sicher, wir könnten viele Fragen stellen. Ich habe gerade in der EK-Info ganz viel dazu gelesen. Wir bekommen außerdem noch die Präsentation Quartiersentwicklung durch Wohnraumförderung und einen Bericht zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission Wohnungswirtschaftlicher Wandel. Das heißt, wir bekommen ganz viel Infos, können ganz viele Fragen stellen. Zumindest würde ich sagen, bei der Deutschen Bahn sollten wir das machen. Werden allerdings ansonsten, sozusagen, es gibt nicht so viel, wo wir jetzt unsere Positionen irgendwie noch entwickeln müssen, sondern eher Fragen. Wir haben ansonsten Dämmwarnbremsen drin. Weiß ich gar nicht, ob das da abgestimmt wird an dem Tag, aber wenn Ellerbruck eine Anhörung macht, frage ich mich, warum sich die CDU so aufregt, dass wir immer so viele Anhörungen beantragen würden, denn wir wollen natürlich zu autonomes Fahren auch eine Anhörung haben. Und ansonsten gibt es noch Videoüberwachung, Transparenz und nachvollziehbar gestalten, da müssen wir vielleicht nochmal
nachhören bei unseren Datenschützern. Und Landesstraßenerhaltungsprogramm 2015, das war es dann sogar schon. Ja, Anhörung, wir wollen eine zu autonomen Fahren beantragen. Terminfindung kann später stattfinden, beziehungsweise wenn die jetzt im Mai-Plenum, ist es Mai oder April das Plenum? Ja. Was? Das nächste ist Mai, ne? Ja, April und dann Mai. Ach nee, stimmt, Mai, stimmt, ist im April, weil der 1. Mai ist ja dann der Freitag. Genau, also Ende April das Plenum, kann natürlich sein, dass der Sprecherkreis ist. Ich müsste euch dann vorher vielleicht mögliche Termine oder so durchgeben, falls es dann da vereinbart werden sollte. Na gut, sprechen wir nochmal drüber. Und ansonsten hätte ich noch als aktuelle Info, dass mir angekündigt wurde, ich werde heute nochmal angerufen zur Brücke Leverkusen, wie es da vor Ort aussieht, mit Bürgerinitiativen treffen oder sowas. Also die Piraten vor Ort in Leverkusen wollen gerne eine Veranstaltung machen. Ich weiß allerdings noch nichts. Sobald ich was weiß, teile ich das euch mit. Mulo angekündigt, dass ich dazu angerufen werde. Ja, das war's soweit. Gibt es dazu noch Fragen und Ergänzungen? Nein? Gut. Wir haben heute unser Joe Fix gleich noch dazu zur Vorbereitung. Und dann A17. Umweltausschuss ist auch Mittwochnachmittag und da ist erstmal das Jagdgesetz rauf und runter. Da habe ich jetzt was geschrieben, Vorbereitung von NABU und vom BUND, und das ist ein bisschen anders als das, was bis jetzt von den Piraten kommt, weil ich bin ja nicht der Meinung wie Hans-Jörg, aber das müssen die dann entscheiden. Ja, sonst haben wir, habe ich eben auch schon gehört, so einen FDP-Antrag zur Windenergie und Abstandsflächen. Zwei Anträge sogar, und ein Antrag ist von 2013, noch habe ich rausgesucht, war Asbach uralt. Dann gibt es einen Sachstandsbericht von der Versalzung der Werra und Weser durch KS. Da haben die Anrainer Flussgebietsgemeinschaft Weser, das sind ja vier Länder, vier oder fünf, die haben jetzt wohl was beschlossen, dass diese Pipeline nicht mehr gebaut wird, und auch das, was Hessen mit KS abgemacht hat, dass die in der Weser, in Richtung Weser Rohrleitung bauen dürfen und einlassen dürfen, ihre Salzabwässer, das ist da auch nicht drin, sondern die werden aufgefordert, dass sie die Halden abdecken müssen und das Abflusswasser davon wohl irgendwie reinigen. Und ansonsten sollen die technisch dafür sorgen, dass sie keine Salzabwässer mehr haben, was in anderen Ländern auch geht. Aber KS ja bei der Anhörung behauptet hat, sie könnten das hier nicht. Das haben die jetzt beschlossen offensichtlich, und das will der Umweltminister jetzt berichten, was die Flussgebietsgemeinschaft da gemacht hat. Und da haben die auch Grenzwerte für die Weser festgelegt, die Chlorgrenzwerte erst bei 500 Milligramm und nachher 300 Milligramm pro Liter, bis, ich weiß das Jahr jetzt nicht auswendig, auf jeden Fall so, dass es dann einen guten Zustand, dass die Weser wieder einen guten Zustand erreichen soll. Und das muss sie auch, weil sie ein Vertragsverletzungsverfahren von der EU am Hals haben. Und wenn die das nicht hinkriegen und keinen Plan dafür aufstellen, muss Deutschland Millionenschäden dafür bezahlen. Und die geben das natürlich an die Länder dann weiter. Und um das zu verhindern, haben sie halt diesen Plan gemacht. Aber in der Presse stand schon, dass KS das nicht kann oder nicht will. Und Hessen und KS da wohl an ihren Vier-Stufen-Plan festhalten, dass sie bis 2075 weiter einleiten dürfen in die Weser. Das ist natürlich alles sehr schwierig und muss mal sehen, was Herr Remmel da jetzt alles berichtet und wie die das durchsetzen wollen. Finde ich nicht ganz so einfach. Und das, was
habe ich ja erstens schon gesagt, es gibt jetzt wieder eine Anfrage und Bericht, eine Anfrage von den Grünen und Bericht von der Landesregierung über die Milchpreisentwicklung. Und ab 1. April gibt es ja keine Quotenfestsetzung mehr für die Milcherzeugung. Finde ich auch noch, finde ich eigentlich sehr wichtig, weil das daraufhin hinausläuft, dass jeder jetzt so viel Milch produzieren kann und darf, wie er will, wie die Landwirte wollen. Und das würde erstmal für die großen Landwirte, die sich dadurch vergrößern wollen, weil sie dann mehr produzieren und mehr verdienen können und das sich auch finanziell für die lohnt und sie das auch finanzieren können, sind die natürlich dafür und finden das toll. Aber die kleinen und mittleren Betriebe, für die wird das sehr schwer, weil die dann gegen große konkurrieren müssen. Die müssen quasi gegen Masse konkurrieren, das können sie nicht. Und die fürchten dann, dass die Kleinen noch weniger werden. Und in den letzten Jahren, jedenfalls ist das in den Stellungnahmen auch so geschrieben worden, oder in der Presse habe ich das jetzt gelesen, dass da schon 70% weniger kleine bäuerliche Landwirte gibt. Es wird jedenfalls, finde ich, ein wichtiges und spannendes Thema. Muss man mal sehen, was daraus wird. Ja, das ist eigentlich, das sind die Hauptthemen. Mehr haben wir da nicht. Und eine Anhörung haben wir nicht zurzeit, steht nicht an. Wir hatten letztes Mal zwei, so Mehrwegquote und Recycling. Ja. Und die Lebensmittelüberwachung und die Lebensmittelüberwachungsfinanzierung ist im Wirtschaftsressort. Gut. Hallo Hans-Jörg, wir haben eben gerade die Ausschusssitzung zum A17 uns angehört. Jagdgesetz, Abstandsflächen, Windenergie, Weserpipeline, K&S, Milchpreisentwicklung. Ja, ich war auf der Fraktionsvorstandssitzung, bin deshalb später hier. Heidemarie hat also schon berichtet. Gut. Es kann sein, dass noch die eine oder andere kleine Anfrage von mir kommt in den nächsten Tagen. Wir werden auch einen Berichtsantrag stellen für die, nicht diese, sondern dann die nächste, die April-Sitzung des Umweltausschusses. Kann ich jetzt schon sagen. Und wenn Heidemarie sonst berichtet hat, vollständig vermute ich, habe ich ja jetzt nicht mitgekriegt, aber wie ich Heidemarie kenne, hat sie das vollständig getan. Habe ich jetzt erstmal auch nichts weiter vorzutragen. Gibt es Fragen und Ergänzungen ansonsten? Ich weiß nicht, gibt es was vom Klimaschutzplan zu berichten, Hans-Jörg? Nee. Ja, auf der Klima-Unterausschusssitzung und die war recht kurz und die CDU und FDP haben halt bemängelt, sie wollen endlich den Klimaschutzplan haben, der ist aber noch nicht fertig, der wird zurzeit diskutiert im Kabinett und soll irgendwann Ostern rum, aber wahrscheinlich nicht vor Ostern, aber nach Ostern dann dem Landtag vorgelegt werden. Das wird wohl ein ziemlich dickes Werk werden, so wie ich das einschätze, weil die da ja unheimlich viele Gruppen mitgearbeitet haben und das wird jetzt wohl ausgewertet. Ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich große und umfangreiche Arbeit, die Remmel da hat machen lassen und ich hoffe, dass der in den Landesentwicklungsplan komplett reinkommt. Ja, muss man mal sehen. Also das Werk gibt es demnächst und dann wird das im Landtag diskutiert. Oh, da haben wir im April im Plenum noch was zu tun. Ach, wenn dann werden die FDP und CDU dafür sorgen. Okay. Gut, ansonsten Parlamentariergruppe Bahn, gibt es da was, Stefan? Ansonsten berichte ich kurz, dass der Lärmtruck da war. Also eigentlich sollte es eine ausführlichere Vorstandssitzung geben, nur verschob sich das wegen der Tagesordnungspunkte am Mittwoch im Plenum dann immer weiter nach hinten. Und dann wart ihr mit der Obleuterunde ja schon irgendwo bei 16.40 Uhr anbelangt und wir sollten hinten dran und
um 17 Uhr hatten da die Ersten schon wieder andere Termine. Also insofern ist da nicht wirklich was gelaufen. Jo, ansonsten gibt es zu berichten, dass der Lerntruck da war, aber das glaube ich, habt ihr teilweise gesehen. Und wenn es was zum Thema Bahnlernen gibt, ich überlege gerade, irgendwo habe ich da was zu erzählt. Bahnlärm, also dass da diese Webseite zu gab, wo man die Messstationen angucken kann. Ich glaube, ich habe das dem Frank Herrmann als Antwort auf der Mailingliste geschickt, genau. Ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, das haben auch alle bekommen, zumindest hier intern. Wenn jemand vom Stream sich dafür interessiert, dann schicke ich diese E-Mail weiter, was Bahnlärm betrifft. Gut, ansonsten ÖPNV-Enquete bzw. FinÖPF-Enquete tagt jetzt zweimal kurz hintereinander. Wir haben im Grunde unsere Grundlagensitzung abgeschlossen, indem wir viele Vorträge gehört haben zu im Grunde Grundlagen, die wir brauchen für die Enquete-Kommission. Wir werden jetzt intern und Enquete-intern darüber diskutieren, ob wir das Verfahren mit den Vorträgen in der Form fortsetzen oder inwieweit wir es schaffen, dass es konstruktive Diskussionen gibt, die dann auch als Ergebnis in den Bericht einfließen können. Wir haben die nächste Sitzung am 24. April und wer im Stream aufgepasst hat, weiß, dass ich persönlich mich dann da vertreten lasse. Herr Löcker wird die Sitzung leiten. Und dann geht es am 8. Mai mit Bürgerticket und Umlagefinanzierung weiter. Und ja, wir werden im November eine Exkursion haben zur Festischen in die Heimat von Herrn Löcker nach Herten. Und ja, man kann online sich die Tagesordnung, die wir haben, anschauen. Man kann online sehen, was wir in den letzten Monaten gemacht haben, anhand einer Übersicht der Sitzungen und einige Vorträge. Ich wollte was sagen, so gut, also die Mehrzahl der Vorträge zumindest, die wir in den Grundlagenbereich hatten, sind dort auch verlinkt. Enquete-Kommission Chemische Industrie befindet sich gerade. Ja. Ganz kurz nochmal zur FinÖPV. Der Termin ist am 24.04., also wieder am Freitag. Das ist der. An diesem Tag sind wir noch in München. Das heißt, der Ausschuss Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung, Verkehr, der ja zu einem erheblichen Umfang die Mitglieder der EK FinÖPV stellt, ist dann noch zumindest einem größeren Teil nicht vor Ort. Das wird eine dünne Sitzung, nur damit ihr euch mal darauf vorbereitet. Dass Herr Löcke da ist, wundert mich. Rainer Breuer wird bestimmt nicht da sein, Boy wird nicht da sein und so weiter. Ja, der Termin, mein Termin ist ein anderer, aber der Termin dieser Ausschussreise, wo Stefan Fricke mitfährt, nach München, Kommissionsreise, ist ja leider nachher erst festgelegt worden, obwohl unser Termin bekannt war. Das ist richtig. Schauen wir mal. Gregor ist da. Unser Sachverständiger ist auch da. Ich weise noch darauf hin, dass wir am 10. April, das letzte Mal hatte ich das nicht so ausführlich angekündigt, ich müsste zwar vielleicht auch nicht jeden Monat so ausführlich machen, aber am 10. April um 19 Uhr mache ich zumindest noch mal ein Mumble dazu und zum Thema ÖPNV und dort werden wir dann praktisch unseren parteiinternen Rat einholen. Also 10. April, 19 Uhr, Mumble. Ich habe Gregor noch nicht gefragt, ob er dabei ist, aber das werden wir dann noch gucken. Ich weiß gar nicht, du bist irgendwann bist du im Urlaub, das weiß ich. Also wenn es im Urlaub ist, dann ist das natürlich, mache ich das so. Gut. Zur Enquete-Kommission Chemische Industrie liegt ja bereits jetzt sozusagen Abschlussbericht intern vor, aber den kriegt man natürlich erst zu sehen, wenn er dann auch durch alle Fraktionen durch ist. Ich glaube, das ist noch nicht 100% der Fall.
Genau, also eigentlich war Stichtag der 18., aber die SPD hat sich da irgendwie vorbehalten, das erst am 24., also morgen in ihrer Sitzung abzustimmen. Soweit ich mich erinnere, war es so, dass CDU hat Zustimmung signalisiert, also das wird wohl so sein, FDP auch, wir auch, die SPD, wie gesagt, morgen. Wir gehen eigentlich davon aus, dass sie auch dem Bericht in der vorliegenden Fassung zustimmen wird. Lediglich die Grünen haben wohl noch irgendeine, oder nicht irgendeine, haben eine Fußnote ergänzen wollen, die den Bezug bei der Braunkohle zu der anstehenden Leitentscheidung dann noch reinbringt. Aber das ist halt wirklich nur eine Fußnote. Und wir haben dazu gesagt, wenn Sie das da reinhaben wollen, stört uns das nicht. Das würde dann möglicherweise nochmal bedeuten, dass auch unsere Fraktion nochmal in einem Umlaufbeschluss auch dieser Fußnote zustimmen muss. Aber das ist kein Problem, denn der Tenor ist eigentlich Richtung Einschränkung und nicht irgendwie Erweiterung. Also es hängt jetzt bestenfalls noch an der SPD und dann sollte es wirklich durch sein und damit ist das Thema auch soweit erledigt. So, bevor ich dann jetzt vielleicht zu weiteren Themen oder Berichte von Veranstaltungen komme, was ja vielleicht durchaus so interessant sein kann, frage ich erst noch Simone, ob sie noch was zu ergänzen hat, weil wir haben jetzt vom A17 halt gehört, es gibt Jagdgesetz, Abstandsflächen, Windenergie, Weserpipeline und Milchpreisentwicklung, aber vielleicht hast du ja noch was für uns. Eine Sache zum Ausschuss Wirtschaft, weil ich sehe im Protokoll, dass da bei Anhörung nichts steht und da findet am Mittwoch eine Anhörung statt, wo ich wahrscheinlich auch mal reingucken werde, deshalb dass wir das noch ergänzen. Am Mittwoch findet eine Anhörung im Wirtschaftsausschuss statt zum Thema Abstand nehmen von der Gebührenfinanzierung der Regelkontrollen in der Lebensmittelüberwachung. Nur das noch ergänzend für den Bereich zur Info. Und vielleicht soll ich noch kurz erläutern, warum ich mich auf dem letzten Drücker am Mittwoch im Plenum entschlossen habe, den Bisphenol A-Antrag ins umgekehrte Verfahren zu packen. Mein Antrag lautete hier dahingehend, dass wir eine Kennzeichnungspflicht für Bisphenol A haben möchten als Bundesratsinitiative. Und eine halbe Stunde bevor wir hätten reden sollen, kam der Herr Lücker von der SPD auf mich zu und sagte, also sie hätten sich sowohl in der SPD als auch mit den Grünen verständigt, dass das ganz klar in die richtige Richtung geht und dass das gut ist, dass Sie aber lieber ein Verbot haben wollen. Und ich hatte meine Redeaufbau war also dahingehend konzipiert, dass ich praktisch die Geschichte erzähle, wie die Referenten durch die Flure rennen und verzweifelt Gegenargumente gegen den Antrag finden. Das war natürlich in dem Augenblick, wäre das völlig unsinnig gewesen. Und mit der Ansage, dass SPD, Grüne und wir dann gemeinsam einen Entschließungsantrag bauen werden, der dahin geht, dass Bisphenol A verboten werden soll, also dahingegen eine Bundesratsinitiative, habe ich gesagt, dann macht es ja mehr Sinn, wenn wir alle praktisch erstmal gemeinsam diesen Entschließungsantrag erarbeiten und dann anschließend im Plenum das Ganze nochmal vorstellen. Und dementsprechend haben wir uns dann, beziehungsweise habe ich mich dann entschieden, das umgekehrte Verfahren zu machen. Dankeschön. Dann habe ich nur noch eine kurze Bitte, jetzt wo du das sagtest. Ich glaube, wir haben ein Problem, oder nicht Problem, die Ausschussbesetzung, auch insbesondere dann für die Anhörung im Wirtschaftsausschuss. Der Daniel ist erkrankt, Kai ist ohnehin nicht da. Ich denke, es wäre gut, wenn du dich nochmal mit dem Vertreter von Daniel oder wie auch immer abstimmst, ob du vielleicht auch diese Anhörung übernimmst, dann, wenn du sagst, du wolltest sowieso dahin. Ich hatte gesagt, mal gucken und zuhören, aber wer sind denn jetzt die Vertreter? Also, klar, also oder wer bereitet denn die Fragen zu? Linus bereitet, glaube ich, vor für den Wirtschaftsausschuss. Genau, Linus ist ja der Referent und ich hatte schon den gemeldet, dass ich am Mittwochvormittag im Wirtschaftsausschuss bin. Als Vertreter für Daniel Schwert. Ich weiß nicht, ist es bei dir nicht angekommen? Warst du nicht mit dem CC? Ist jedenfalls so, dass ich die Anhörung nicht, sondern die ordentliche Sitzung des Wirtschaftsausschusses. Dafür hatte ich mich angeboten. Das kann ich machen.
Okay, ich meine ganz kurz, also wir müssen das jetzt hier nicht abschließend diskutieren. Die Vorbereitung genau ist richtig, macht der Linus. Da kannst du dich ja, oder vielleicht schlage ich ihm vor, dass er sich kurz an dich wendet. Suchen tun wir halt noch jemanden, der den Daniel vertritt. Der Kai muss ja auch vertreten werden. Das machst ja. du aber. Aber die man müsste natürlich gucken, wie lange diese Anhörung dauern wird, weil wir im Anschluss um 15 Uhr, da sind eine ganze Menge Experten, sehe ich gerade, wir haben um 15.30 Uhr Umweltausschuss. Also das. Und ich habe um 15 Uhr Ableutesitzung für den Umweltausschuss. Genau. Also das könnte eine knappe Kiste werden. Dann sehen wir jetzt, dass da Regelungsbedarf ist und wir das vielleicht nach dem Mittag, der Linus ist jetzt auch gleich weg, vielleicht gemeinsam nochmal klären. Ich werde dann Linus ansprechen, dass wir irgendwie wenigstens jemanden im Ausschuss sitzen haben. Da wirst du aber wohl sein. Und es wäre dann halt, wenn es sogar deinen Bereich betrifft, schön, wenn du so lange wie irgend möglich dir dafür die Zeit nimmst. Das war nur der Wunsch. Bei der Themenlage im Umweltausschuss sehe ich da eher auch primär den Dannebold mit den Themen. Also erst, wenn ihr erst Jahr kommt und so weiter. Das heißt, wenn ich da ein bisschen später hingehe, bloß ich kann nicht den kompletten Ausschuss irgendwie nicht mitmachen. FDP-Antrag Abstand nehmen von der Gebührenfinanzierung der Regelkontrollen in der Lebensmittelüberwachung. Also ich bin ab 14 Uhr für circa 1,5 Stunden mit dem Betriebsrat vereinbart, bin aber danach noch im Haus. Ihr könnt auch bei Jens Nachrichten hinterlassen und bin auf jeden Fall dann noch so erreichbar. Ich denke, wir kriegen das hin, das so gut, wie es die Personallage zulässt, zu regeln. Okay, dann war das ja vielleicht noch ganz wichtig, dass wir das nochmal angeschaut haben. Gibt es sonst noch Themen, die wir gestern haben? Ansonsten, ich glaube, unser nächster regulärer Termin in 2 Wochen wäre Ostermontag. Ist das richtig? Das heißt, da treffen wir uns natürlich nicht. Also sonst sehen wir uns im AK4 in 4 Wochen wieder. Und ich würde sagen, wir haben vielleicht noch ein paar Minuten, um einmal zu gucken, was Veranstaltungen waren. Ich weiß, dass Stefan zumindest in Erfurt auf einer Veranstaltung war. Und ich weise auch darauf hin, dass wir morgen eine Veranstaltung Bürgerticket, Nahverkehr, Neudenken in Wuppertal haben, morgen Abend. Und Jaroslav, ich und auch Gregor werden vor Ort sein. Gregor muss arbeiten und wir anderen schauen zu und machen Videoaufzeichnung. Ansonsten, Stefan, willst du was zu sagen? Ja, nur ganz kurz. Ich war auf dem AK Verkehr der Deutschen Gesellschaft für Geografie in Erfurt vorletzte Woche, Mittwoch bis Freitag, ja. Es war eine außerordentlich spannende Sitzung mit vielen guten Beiträgen zu Mobilitätskonzepten, Mobilitätsforschung. Viel natürlich modern bezahlt, Forschungsgelder relevant, Elektromobilität als MIV-Variante, wurde auch kritisch diskutiert, nicht zuletzt von mir. Aber es gab auch viele gute Beiträge zur Multimodalität und zu Möglichkeiten, alternative Mobilitätskonzepte zu befördern und kritisch mit dem MIV umzugehen. Mein Auftrag dort war neben dem Zuhören und Mitdiskutieren vor allen Dingen auch zu prüfen, ob bei den Referentinnen und Referenten jemand geeignet sein könnte, für unsere Enquete, die ja sich zu diesem Themenspektrum verhält, zu finden. Das ist mir gelungen. Ich schlage in unserem Team später 3 konkrete Personen vor, die wir mindestens auf die erweiterte Sachverständigenliste setzen sollten. 2 davon, glaube ich, sind sogar gut geeignet für einen Input in der Enquete-Kommission selber, weil die Enquete-Kommission ja nicht nur ÖPNV und Finanzierungsmodelle des ÖPNV heißt, sondern FinÖPV. Und in dieser Abkürzung steckt auch versteckt die Idee der technischen Innovation, der technischen Neuerung als ein Baustein der Attraktivitätssteigerung des ÖPNV. Insofern war die Reise nach Erfurt außerordentlich befruchtend für diese Tätigkeit. Es finden in der nächsten Zeit noch einige Veranstaltungen mehr
irgendwo in der Republik statt zu diesem Thema. Es zeigt, dass dieses Thema ÖPNV, neue Mobilität, nachhaltige Mobilität, Mobilitätskonzepte, wie immer dann die Überschriften lauten, außerordentlich aktuell ist. Und wir sollten an einigen dieser Veranstaltungen teilnehmen, um diese Schlagseite von Elektromobilität als MIV-Variante zu konterkarieren. Ansonsten war Gregor auf der Anschlussveranstaltung auch in Erfurt, da muss er selbst zu berichten. Ich habe leider nicht so viel zu erzählen wie der Stefan. Ich hatte nämlich selbst einen Input geleistet im Rahmen der AG Fahrscheinfreier Nahverkehr. Es hat mich gefreut, dass da sehr, sehr viele Teilnehmer waren, dass der Raum überfüllt war und dass das Thema wohl sehr interessiert aufgenommen wird in der Öffentlichkeit. Ansonsten ist eine Anschlussveranstaltung leider ausgefallen, also ein Teamtreffen oder Mitgliederversammlung von Solimob. Das ist kurzfristig abgesagt worden. Ja, und am nächsten Tag hatte ich auch interessante Inputs zur Elektromobilität und werde dann auch darüber intern berichten. Ergänzend ist bei den Veranstaltungen, die jetzt noch vor uns liegen, bis in den Oktober hinein schon terminiert, gibt es mehrfach auch noch offene Call for Papers. Und ich möchte dann nach Ihnen gerichtet schon sehr stark anregen, dass wir uns hier auch mit aktiven Beiträgen engagieren, um deutlich zu machen, dass wir an diesem Thema dran sind und dass wir hier wirklich beitragen können zum Erkenntnisgewinn, so wie wir das ja bei vielen anderen Themen im Mobilitätsbereich bereits getan haben, wo die Expertise der Piraten, auch von Nicht-Piraten, nicht mehr in Zweifel gezogen wird, ist das wieder ein Feld, wo wir deutlich nach vorne gehen können und Profil zeigen können. Bei anderen Themen, wo wir auch positioniert sind, gibt es von den anderen Fraktionen und Parteien Positionen, die dann stärker kommuniziert werden. Hier werden wir offenbar als kompetent wahrgenommen, auch von den Medien wahrgenommen und entsprechend angesprochen. Wenn Gregor morgen Abend in Wuppertal die Bühne betritt, wird auch der WDR dabei sein. Hoffe ich doch. Ich ergänze noch, dass, also nicht wegen morgen, also das ist natürlich eine gut, Veranstaltungen kommt alle vorbei, aber ich ergänze noch, dass in Berlin ja gerade Bürgerticket oder auch fahrscheinloser ÖPNV sehr stark in der Diskussion ist und unsere Berliner Kollegen da auch natürlich gute Arbeit machen und wir meinen bessere Arbeit als die Kollegen von Linken und Grünen, die das auch fordern und einfach irgendwelche Zahlen in den Raum stellen, wenn hoffentlich die Berliner Piraten demnächst damit begeistern, dass sie ein paar konkretere Sachen nennen können, weil sie gerade eine Studie dazu in Auftrag gegeben haben. Die Berliner Piraten. Es gibt noch eine weitere politische Stiftung, die nicht aus dem rechten Bereich stammt, die ein Gutachten in Auftrag geben wird, zum ÖPNV mit einem Schwerpunkt fahrscheinfrei, fahrscheinlos, aber nicht nur, wo ich gefragt wurde, ob ich Teil des wissenschaftlichen Beirats sein möchte. Das habe ich zugesagt. Dieses Gutachten soll für NRW erstellt werden. Das heißt, wir sind hier mittendrin, wir haben hier ein Megathema angestoßen. Dann Jaroslav. Ein kleiner Hinweis von meiner Seite. Die Mitschnitte von dem Kommunalvernetzungstreffen vom 7. März sind inzwischen alle fertig. Und also, weil was diesen, explizit diesen AK betrifft, also da gab es auch einen Slot zum Thema ÖPNV-Finanzierung und fahrscheinlöser ÖPNV. Und die Mitschnitte werden alle wahrscheinlich in den kommenden Tagen veröffentlicht, werden auf der Webseite veröffentlicht. Die sind schon auf YouTube, werden noch auf dem Blog eingebunden und ja, das war's.
zum Nachhören und Nachgucken. Für alle, die es interessiert, am Donnerstag dieser Woche wird darüber entschieden, welcher der Anbieter für RRX den Zuschlag für den Betrieb des RRX bekommt. Offiziell gehandelt werden momentan nur zwei Anbieter, nämlich die Deutsche Bahn, die sich doch jetzt dazu entschlossen hat, ein Angebot abzugeben, und British National Express, wie heißt der Laden? National Express. Okay, genau so. Ja. National Express aus Großbritannien. Great Britain. Genau. Vielleicht nochmal zur Erklärung, warum das spannend ist. Die Ausschreibung des Betriebes des Rhein-Ruhr-Expresses, RRX, ist anders als die bisherigen Ausschreibungen, wo der Betrieb auch immer zusammenging mit der Instandhaltung der Infrastruktur. Infrastruktur, also Netz und Betrieb, sind in diesem Fall strikt getrennt. Selbst der Fuhrpark ist getrennt davon. Das heißt, die Züge, die dafür erstellt werden, werden nicht in Auftrag gegeben von dem Unternehmen, das den Zuschlag für den Betrieb bekommt, sondern dieser Auftrag ist bereits an Siemens vergeben. Und Siemens hat nicht nur den Auftrag, diese Züge herzustellen, sondern auch über einen längeren Zeitraum hin zu warten, Teil des Gesamtvertrages. Daraus erhofft man sich eine verbesserte Qualität und eine verbesserte Qualitätsgewährleistung über den Zeitraum des Betriebes. Das hat bei der Deutschen Bahn AG in der Vergangenheit dazu geführt, dass sie sich darüber beschwert hat, hier nur auf Lohnkosten abheben zu können und damit einen Wettbewerbsnachteil zu haben. Wir haben alle herzhaft geweint und jetzt beteiligen Sie sich doch. Es gibt auch mehrere Lose. Es gibt auch Länder wie zum Beispiel Berlin, die, wenn sie mehrere Lose ausloben, sagen, man darf nicht auf alle bieten. Das ist bei uns nicht der Fall. Es kann also auch nur an National Express, nur an Deutsche Bahn oder an beide gehen. Sonst hat sich gar keiner beworben, auch nicht auf einzelne Losen. Okay, ich weiß es auch gerade nicht, aber ich habe auch nichts anderes gehört. Gut. Wir wissen von den beiden, dass sie sich beworben haben, weil sie es selbst gesagt haben. Also der VRR, der mit dem Wettbewerbsverfahren betraut ist, der darf natürlich nicht sagen, ob sich noch weitere beworben haben, weil es geheim ist. Also wenn, keine Ahnung, Abellio oder wie wir sie künftig heißen, oder die Nordwestbahn oder wie auch immer, sich dann doch beteiligen dann, oder beteiligt haben, dann wissen wir das nicht und werden es auch nicht erfahren. Gut, gibt es dazu noch Fragen oder gibt es weitere Themen, die wir hier noch ansprechen sollten? Sonst nichts mitgebracht? Ansonsten werden wir durch. 1:02 trifft sich gleich eh nochmal. Und ich wünsche guten Appetit, wünsche dem Stream eine schöne Woche. Und wir sehen uns für den AK4 dann wohl in 4 Wochen wieder und werden ansonsten zwischendrin schön Ostern feiern. 20. April.